Kurt Schreiber, gemeinsam gegen Kälte, ein Verein, der sich um Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen in Duisburg kümmert, wird wieder schwer aktiv. Und zwar geht es wieder um den Verkauf von Weihnachtsbäumen. Das Ganze beginnt, ich glaube, am 9.12. Wir beginnen am 9.12. 12 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Und danach sind wir bis zum 21.12. täglich, einschließlich der Wochenenden, auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz zwischen 11 und 18 Uhr zum Verkauf der Weihnachtsbäume bereit. Und ich glaube, bei der Eröffnung, da wird auch gleich so ein bisschen gefeiert noch. Bei der Eröffnung ist auch schon zur Tradition geworden, kommt der Kinderchor der Klosterschule, die mit dem Pfarrer Blank dann so ein bisschen das Weihnachtliche einstimmen und einige Lieder singen. Der Bezirksbürgermeister oder sein Vertreter werden dabei sein. Und es werden auch eine ganze Reihe anderer Gäste noch da sein, die ich jetzt im Detail auch nicht kenne. Es stellt sich nur immer wieder heraus, wenn wir dann anfangen, ist plötzlich sehr viel Publikum da und das freut uns natürlich sehr. Und Sie haben es verraten, Sie haben eine große Palette an Weihnachtsbäumen, ist für jeden was dabei? Das auf jeden Fall. Das kommt natürlich immer auf die Wünsche an. Also wir haben zwei Sorten von Bäumen, einmal Blaufichten und einmal Nordmanntannen. Und zwar fangen wir an bei der Größe von 1 Meter und gehen rauf bis auf 2,60 Meter. Größere Nordmanntanne haben wir, glaube ich, so zwischen 2,60 und 3 Meter im Angebot. Und im Notfall liefern Sie auch so im City-Bereich? Wir haben das Angebot vor Jahren begonnen, Bäume auch zuzuführen und werden insbesondere in der Innenstadt und auch in die Randzonen werden wir Bäume liefern. Gegen eine zusätzliche Gebühr haben die Leute die Möglichkeit, sich die Bäume nach Hause bringen zu lassen. Und man kann sagen, also die Hauptfinanzierung Ihres Vereines findet auf diese Art und Weise statt? Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Weihnachtsbaumverkaufsgeschichte, die unsere Vereinsfinanzen im Griff behält. Das muss ich eigentlich schon sagen. Und das freut uns jetzt inzwischen sehr, dass wir, da wir auf andere öffentliche Mittel oder auf sonstige Zuschüsse keinen Einfluss haben, auch nicht bekommen, müssen wir halt immer sehen, wie wir unser Geld für die Finanzierung des Vereins im Laufe des Jahres beieinander behalten. Und vielleicht sollte man noch darauf hinweisen, Sie haben eine ganze Menge Stammkundschaft und wer einen dieser schönen Bäume haben will, sollte nicht zu lange warten. Ja, muss ich sagen, in diesem Jahr, ich habe es im vergangenen Jahr das erste Mal gemerkt, dass also plötzlich die großen Bäume nach wenigen Tagen so gut wie verkauft waren. Und wer also wirklich einen großen Baum oder eine Nordmanntanne haben will, der sollte sich nicht bis einen Tag vor Heiligabend Zeit lassen. Das wird dann nichts mehr. Herr Schreiber, vielen Dank. Ich bedanke mich.